Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Algo 1. Kurz zur Wiederholung. Wir hatten die kürzesten Wege und hatten uns überlegt, was diese Relaxierungsoperation bedeutet. Nämlich, dass wir also mit einer bestimmten Folge von Relaxationsoperationen immer so einen kürzesten Weg erhalten. Und das haben wir dann ausgenutzt für den Bellman-Ford-Algorithmus. Wir haben einfach n-1 mal relaxiert. Jede Kante haben dadurch natürlich eine Laufzeit von n mal m, konnten so aber eben im Unterschied zum Dijkstra-Algorithmus auch Probleme lösen, wo die Graphen, also die Kantengewichte, negativ sein durften. Azyklische Graphen, da hatten wir uns überlegt, dass wir dort in Laufzeit O von m plus n hinkommen, weil wir topologische Sortierung ausnutzen. Und als Erweiterung des Problems von Single Source Shortest Path auf All Pairs Shortest Path haben wir uns überlegt, ja, was macht man denn, wenn man von überall nach überall will? Ne? Und dann kann man hier verschiedene Dinge tun. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, hatte ich kurz drüber gesprochen. Gut, dann hatten wir uns überlegt, wie kann man das Ganze in der Routenplanung einsetzen? Und da hatten wir dann festgestellt, naja, wenn man hier Hierarchien ausnutzt, also dass manche Straßen wichtiger sind als andere, dann kann man auch ja, deutlich schneller sein als Dijkstras Algorithmus. Und ich hatte ja was vorgestellt, was 1 Million Mal in etwa schneller ist als Dijkstras Algorithmus, ohne Ihnen alle Feinheiten zu verraten. Aber die wesentlichen Ideen waren halt, dass man so einen All-Pair-Shortest-Path vorberechnet, aber eben auf einer kleineren Menge von Knoten, den sogenannten Transitknoten oder Zugangsknoten. Gut, da gehen wir mal zügig drüber. Also das ging dann zu diesem Thema Transit Node Routing. Sie haben dieses Preprocessing einerseits, wo Sie diese Abstandstabelle berechnen und dann gehen die Queries eben entsprechend schnell. Und dann kam ja noch eine Frage, was mache ich, wenn ich von Karlsruhe nach Bruchsal will? Da will ich ja nicht zwingend über die Autobahn. Dann gibt es noch diese Lokalitätsfilter. Und so kriegt man das Ganze dann schnell hin. Und so kommt es dann, dass zum Beispiel Google Maps, Bing Maps und so weiter Ihre Anfrage in einigen Millisekunden beantworten können. So, dann sind wir übergegangen zu minimalen Spannbäumen, unser Kapitel Nummer 11, wo es darum geht, einen Spannbaum eines Graphen zu finden, also einen Baum, der alle Knoten beinhaltet und minimale Kosten hat. Also die Summe aller Kantengewichte minimal ist. Das ist hier nochmal dargestellt und wir hatten es motiviert, mit verschiedenen Anwendungen, häufig irgendwie aus diesem Infrastrukturbereich, Netzwerkentwurf zum Beispiel, aber auch andere Dinge. So, und die wesentlichen Eigenschaften, die wir uns ausnutzen werden algorithmisch, das sind die Schnitteigenschaft und die Kreiseigenschaft. Also, bitte unbedingt verinnerlichen. Wenn Sie das verstanden haben, dann folgen die Algorithmen ziemlich direkt hinterher. Also die Schnitteigenschaft ist die, dass die leichteste Kante in einem Schnitt C in einem MST verwendet werden kann. Also wenn wir uns hier mal so einen Schnitt angucken, dieser Schnitt verläuft also zwischen dem Knoten 2 und den übrigen Knoten, dann sehen wir, da liegen diese Kanten mit Gewicht 5 und mit Gewicht 7 in diesem Schnitt. Und 5 ist kleiner als 7, ist also die leichteste Kante. Das heißt, die Kante kann auf jeden Fall in einem MST verwendet werden. Das haben wir auch entsprechend bewiesen mit so einem Austauschargument. Das heißt, wir hatten hier diesen zweiten Fall. Wir haben einen MST T' und E gehört jetzt noch nicht zu diesem Baum, das heißt, die Vereinigung aus beiden hat einen Kreis. Das ist ganz wichtig, wenn wir einen Spannbaum haben und wir fügen eine weitere Kante hinzu, dann schließe ich immer einen Kreis. Und diesen Kreis gucken wir uns an und das ist das, was hier rechts auf der Seite ist. Und da haben wir einmal diese Kante UV und diese Kante E. Und weil E eben die leichteste in diesem Schnitt ist, muss UV entsprechend mindestens so schwer sein und deswegen kann ich beide austauschen und habe einen Spannbaum, der nicht schwerer geworden ist. Ja?
Und so ein Kreis muss auch entsprechend mit mindestens zwei Kanten über diesen Schnitt gehen, denn wir haben ja hier einen Spannbaum plus diese zusätzliche Kante. Und damit ich hier alles, alle Knoten abdecke, muss ich eben auch mindestens zweimal mit diesem Kreis über den Schnitt. So, und zusätzlich gilt, die schwerste Kante auf einem Kreis wird nicht für einen MST benötigt. Und auch da hatten wir so ein Austauschargument. Ne, wir haben hier mal beispielhaft diesen Kreis und die schwerste, die brauchen wir halt nicht. Und in dem einfachen Beispiel war das dann tatsächlich auch schon so, wenn wir die rausschmeißen, haben wir unseren fertigen MST. Okay, das war die Wiederholung. Gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das Ganze algorithmisch dann lösen. Und das Erste, was wir uns angucken, ist der Yannick-Prim-Algorithmus. Bilden sich am besten ihre eigene Eselsbrücke, wie sie sich den Namen merken. Wir kriegen gleich noch einen anderen Algorithmus, der nach einem anderen Wissenschaftler benannt ist. Und es ist immer gut, wenn man das entsprechend auseinanderhalten kann. Also die Idee hierbei ist, dass man einen Baum wachsen lässt. Das heißt, wir starten erstmal, wie das hier im Code in der ersten Zeile steht, mit einem leeren Baum T. Und wählen dann einen zufälligen Startknoten, oder nicht zufällig, einen beliebigen Startknoten, klein s. Das ist ein Unterschied, ob man zufällig meint oder beliebig. Deswegen will ich hier auch genau sein. Also es ist ein beliebiger Knoten. Der muss nicht gemäß einer bestimmten Zufallsverteilung gezogen werden. Das ist der Unterschied. So, und was ich jetzt mache, ich wiederhole n-1 mal diese Schleife. Und dort steht, ja, finde die Kante UV, die die Schnitteigenschaft für unseren Schnitt S, den aktuellen Schnitt S, erfüllt. Also finde die leichteste Kante auf diesem Schnitt, bezogen auf S als die eine Menge und V ohne S auf die andere, also als andere Menge. Und alles, was dazwischen läuft an Kanten, das müsste ich mir angucken und daraus wähle ich die leichteste. Ja, und das ist nach unserer Schnitteigenschaft eben eine Kante, die wir in einem MST verwenden können. Wenn wir die gefunden haben, naja, dann packen wir V, unseren neuen Knoten, in unsere Menge S und die Kante U, V entsprechend in den Baum. Also gucken wir uns das am Beispiel mal an, dann wird es, denke ich, auch klarer. Wir starten damit, dass wir unseren Knoten A in die Menge S tun. Ne? Das ist unser Startknoten. So, wie sieht jetzt der Schnitt aus? Na, der Schnitt ist hier entsprechend schematisch dargestellt durch diese gestrichelte Linie. Das heißt, wir haben die Kanten mit Gewicht 6, 9 und 7 in unserem Schnitt. Gut, dann bedeutet das, dass die Kante mit Gewicht 6 die leichteste ist. Also packen wir die entsprechend jetzt in unseren Baum hier und den Knoten C in S. Daraus resultiert natürlich jetzt im nächsten Schleifendurchlauf, dass wir einen anderen Schnitt haben, also das, was hier gestrichelt ist, und dementsprechend auch andere Schnittkanten. Und durch Hingucken stellen wir fest, aha, die leichteste Kante in diesem Schnitt ist die mit Gewicht 3. Also kommt die entsprechend hier in den Baum und B als neuer Knoten in S. Ja, dadurch verändert sich wieder der Schnitt und wir kriegen hier also diesen Bereich, der gestrichelt ist. Das heißt, die Kanten mit Gewicht 2, 9 und 4 sind Schnittkanten und 2 ist die leichteste, also ist das die letzte Schnittkante, die wir dann noch in unseren Spannbaum packen müssen und dann ist der auch fertig. Oder beziehungsweise vorher war es eine Teilmenge eines Spannbaums und jetzt ist es ein fertiger Spannbaum. Okay? Fragen zum Vorgehen? Wird gleich noch etwas konkreter. Ja, da ist schon eine Frage. Also die Frage ist, was passiert, wenn ich
Teilmengen abschneiden würde, sodass andere Knoten nicht mehr verbunden wären. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, und das hatte ich jetzt nicht wiederholt, insofern gut, dass die Frage kommt, wir hatten gesagt, dass wir so einen Spannbaumalgorithmus auf jeder Zusammenhangskomponente ausführen. Das heißt, der Baum, den wir aufbauen, der wird erstmal für einen zusammenhängenden Graphen aufgebaut. Wenn wir als obere Eingabe einen nicht zusammenhängenden Graphen haben, dann bestimmen wir halt erstmal die Zusammenhangskomponenten und dann auf jeder Zusammenhangskomponente unseren Spannbaum. So, jetzt hier bei diesem Verfahren, wenn wir einen zusammenhängenden Graphen haben, dann bleibt er auch zusammenhängend. Also ich schneide da nichts ab. Ich nehme ja nur Knoten in S mit rein und es gibt andere, die sind in V ohne S. Und so wie ich das gemacht habe, ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie meinen, dass die Menge V ohne S nicht mehr zusammenhängend ist. Kann das sein? Ja. Ja. Ja, okay, aber also wenn die Menge V ohne S nicht mehr zusammenhängend ist, ist es aber kein Problem. Also sie wachsen ja von S aus und sie erreichen weiterhin jeden Knoten. Also insofern. Ja, also ich meine halt, wenn man angenommen, man hätte jetzt den Knoten D nicht, sondern nur A, B und C, ja, dann ist es immer noch verbunden. Wenn ich allerdings dann die sieben streiche, weil die 6 halt kleiner ist, komme ich nicht mehr von C zu B. Wenn es da keine Verbindung gäbe. Wenn Sie die Kante mit dem Gewicht 7 streichen. Also ich nehme an, es gäbe nur A, C, B und halt die Kante 6 und 7. Dann würde ich, und ich würde unglücklicherweise das A nehmen als Start, dann würde ich natürlich die 7 rausstreichen, wäre dann bei C, aber komme nicht mehr zu B. Dann hätte ich mir das B abgetrennt. Nee, ich glaube, da ist ein Missverständnis. Bin nicht sicher, ob ich es jetzt hundertprozentig verstanden habe. Also Sie wollen jetzt einen Teilgraphen anschauen, der besteht nur aus A, B und C, ja? Ich muss nicht hin, oder? Ich denke, er ist davon ausgegangen, dass man immer vom aktuellen Knoten, den man besucht hat, weitergehen möchte. Allerdings das muss nicht sein, ist genau. Ja die Menge S immer. Okay, danke. Genau, das ist der richtige Hinweis. Also man muss nicht immer von dem aktuellen Knoten, wie hier in dem Beispiel, weitergehen, sondern man muss wirklich die Kante finden, wie es hier steht, U, V, die diese Schnitteigenschaft erfüllt, also die eben die leichteste ist in dem Schnitt. Und das muss nicht eine Kante sein an dem Knoten, wo ich gerade hingegangen bin. Okay, so, jetzt war das natürlich eben Pseudocode, der ein bisschen, ja, sehr pseudo war, ne? Also sehr abstrakt, besser gesagt. Und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Und Sie sollten gewisse Ähnlichkeiten zu einem anderen Algorithmus feststellen. Und da schon auf der Folie steht, kann ich es direkt sagen, ohne zu fragen, also weitgehend analog zu Dijkstra. Gut, also Sie starten mit einem zufälligen, nein, nicht zufällig, also mit einem beliebigen Knoten S und initialisieren wieder das Array D mit unendlich. Und das Array D beinhaltet jetzt keine Distanzen im eigentlichen Sinne. Wir werden uns gleich genauer angucken, was es denn beinhaltet. Wir haben wieder entsprechende Parent-Zeiger, Parent von S ist S. Da weiß ich dann entsprechend, was die Wurzel ist. Und D von S ist entsprechend 0. Und unsere Prioritätsliste Q haben wir ja auch wieder. Und dort fügen wir S ein. So, solange Q nicht leer ist, genauso wie wir das beim Dijkstra auch gemacht haben, machen wir jetzt als erstes Delete Min auf Q. Und den Knoten nennen wir U. Und dessen D-Wert setzen wir auf 0. Warum? Sehen wir gleich noch genauer. Das ist also gerade der Knoten,
um den es gerade geht. Und was machen wir nun ausgehend von dem? Naja, wir gucken uns alle Kanten an, ausgehend von diesem Knoten, und schauen, ist das Kantengewicht dieser Kante E kleiner als das, was in D von V steht. Also am Anfang ist D von V für fast alle Knoten unendlich und später steht dort, dann ein endlicher Wert, wenn ich das mal erreicht habe, nämlich wann setze ich den, ja, zum Beispiel hier, ne, also einmal an der Stelle, D von U ist 0 und hier D von V ist C von E. Das heißt, die Priorität, die ja in D verwendet wird und in der Prioritätsliste dann entsprechend als Schlüssel fungiert, ist jetzt also keine Distanz mehr, sondern ein Kantengewicht an der Stelle. Ne? Das ist hier dieses C von E. Das ist der wesentliche Unterschied. Keine Distanz, sondern ein Kantengewicht. Und zwar das Gewicht der Kante, die gerade über diesen Schnitt führt. Mein Parent von diesem Knoten V ist U, weil ich halt von U dorthin gekommen bin. Und wenn V in Q schon ist, dann muss ich jetzt einen Decrease Key machen. Und ansonsten füge ich es einfach ein. Ja, und Decrease Key kann ich machen, denn ich habe ja vorher geguckt, ist C von E kleiner als das, was ich hatte? Ja, okay, dann setze ich jetzt hier den kleineren Wert rein in D von V und dementsprechend muss ich dann, damit das Ganze in der Prioritätsliste dann wieder passt, Decrease Key aufrufen oder halt entsprechend einfügen. Warum mache ich das überhaupt mit diesen Distanzen? Das ersetzt mir eigentlich die Abfrage, ob der Knoten ob der Knoten V, also den ich mir jetzt als nächsten angucke, wo die Kante ja hinführt, ob der Knoten V auch schon in der Menge S ist. Wenn der Knoten auch schon in der Menge S ist, dann würde ich ja über die Kante einen Kreis schließen. Da darf ich also die Kante nicht in den Baum einfügen. Und das frage ich eben hier an der Stelle auf eine etwas andere Art und Weise ab. Ne? Also indem ich einfach gucke, gilt hier entsprechend C von E ist kleiner als D von V, beziehungsweise hier dort, wo ich die Knoten habe, die schon bearbeitet sind, die also in S sind, die haben D von U gleich 0. Das heißt, da kann ich dann auch einfach hier nie mehr erfüllen. Zumindest nicht, wenn ich positive Kantengewichte habe. Das ist mal unsere Annahme an der Stelle. So, und was ist jetzt mein Baum? Naja, mein Baum konstruiert sich aus diesen Vorgängerinformationen. Ne? Das ist dann letztlich das, was ich auch zurückgebe. Also V und Parent von V sind dann entsprechend die Kanten des Baumes, die ich zurückgebe. Für alle Knoten V ohne S, denn S zeigt auf sich selbst, das ist keine Kante des Baumes. Alle anderen sind entsprechend Baumkanten. Fragen? Zu Yannick Prim oder zum grundsätzlichen Vorgehen? Okay. Gucken wir uns mal die Laufzeit an. Und da das ja so ähnlich wie Dijkstra abläuft, ist natürlich auch die Laufzeit ähnlich zu Dijkstra. Also außerhalb der Schleife oder außerhalb der Prioritätsliste haben wir M plus N. Na gut, hier oben die ersten zwei Zeilen, da müssen wir also mal diese Arrays der Länge N initialisieren. Das ist entsprechend O von N. Ja, und N mal Delete Min haben wir, ne?
Also für jeder Knoten kommt einmal rein und wird einmal gelöscht, also n mal. Und dementsprechend n mal delete min. Und wenn wir das in logarithmischer Zeit jeweils können, dann haben wir insgesamt n log n. Decrease key haben wir o von m mal. Genau das gleiche Spiel wie bei Dijkstra. Das ist ja entsprechend hier unten in der Schleife. Ich gucke mir da also jede Kante mal an und mache auch so ein Decrease key, zumindest im Worst Case. Also o von m mal Decrease key. Und das kann ich mit binären Heaps dann in dieser Zeit m plus n mal log n und mit Fibonacci-Heaps dann in m plus n log n, jeweils asymptotisch. Warum können wir denn im Unterschied zu Dijkstra, Frage an Sie, um Sie wieder ein bisschen wach zu machen, warum können wir dort denn jetzt hier bei Janik Prim keine monotonen Prioritätslisten einsetzen? Also monoton bedeutete, die Schlüssel steigen immer monoton. Ja, fragen Sie mal oder diskutieren Sie das kurz mit Ihrem Nachbarn. Gibt es Vorschläge? Also, wie unterscheidet sich denn der Schlüssel der Prioritätsliste hier jetzt bei Janik Prim zu Dijkstra? Also, was die Bedeutung dieses Schlüssels? Was habe ich dazu eben gesagt? Können Sie sich erinnern? Also, bei Dijkstra sind die Einträge in D ja Schätzdistanzen, wohingegen hier, dass die Gewichte der Kanten im Schnitt sind. Ja, aber die Gewichte der Kanten im Schnitt, die müssen eben nicht monoton sein. Das kann mal rauf und mal runter gehen. Deswegen funktionieren hier keine monotonen Prioritätslisten. Also gehen wir nochmal zurück. Das hier ist die wesentliche Idee. Ne? Finde die Kante, die die Schnitteigenschaft erfüllt, also die leichteste Kante im Schnitt, der induziert wird durch das aktuelle S. Und was Janik Prim eben jetzt macht, ist, um diese leichteste Kante effizient zu finden, werden alle Schnittkanten entsprechend in der Prioritätsliste gespeichert. Und das Delete Min liefert mir dann also die leichteste Kante im Schnitt. Aber das muss eben nicht monoton sein, weil die Kanten im Schnitt sich ja, entsprechend verändern und da sie keine Distanzen angeben, wo Distanzen monoton wachsen bei Dijkstra, sondern einfach nur einzelne Gewichte, muss das nicht monoton sein. Gut, also das war der eine Algorithmus, Janik Prim. Kommen wir zum nächsten, Kruskal. Also Kruskals Algorithmus, der ist eigentlich noch einfacher. Wir starten wieder mit einem leeren Baum oder genauer gesagt sollte ich sagen mit einem Teilwald. Wir bauen jetzt einzelne Wälder an verschiedenen Stellen des Graphen oder einzelne Bäume, die zusammen einen Wald ergeben. So. Und die fügen wir passend zusammen. Also, was machen wir? Wir gucken uns jede Kante an, und zwar nach aufsteigendem Gewicht. Das heißt, wir müssten eigentlich vorher erstmal sortieren. Die Zeile fehlt jetzt hier in der Folie, ne? Oder steckt hier implizit drin. Aber diese Reihenfolge nach Gewicht, die muss ich natürlich erstmal herstellen, indem ich zum Beispiel sortiere. Gut, also in dieser Reihenfolge gehe ich jetzt alle Kanten mal durch. Und ich gucke mir jetzt an, für eine Kante U, V sind die beiden Knoten U und V schon im selben Baum oder nicht? Ne, im selben Teilbaum von V, T. Wenn sie im selben Baum sind, dann würde das Hinzunehmen der aktuell betrachteten Kante wiederum einen Kreis schließen. Dürfen wir also nicht machen.
Aber wenn sie eben in verschiedenen Teilbäumen sind, dann nehme ich die Kante in meinen Teilwald hinzu. Und was dadurch passiert ist, dass ich ja zwei Bäume, die bisher disjunkt waren, jetzt zu einem einzelnen vereinige, weil da wird ja jetzt eine Kante dazwischen eingezogen. Ne? Dann ist das ein Baum. Gucken wir uns auch das am Beispiel nochmal an. Also jetzt haben wir hier die Kante mit Gewicht 2, das ist die erste, die wir uns anschauen. Die können wir natürlich mit reinnehmen, bisher war ja noch nichts passiert. Die nächste Kante hat Gewicht 3, die verläuft zwischen B und C. Ja, C ist im Moment ein leerer Teilbaum, B und D bilden einen Baum, das sind verschiedene. Also können wir auch diese Kante hier hinzufügen, zwischen B und C. Was ist die nächste? Ah, hier. Diese Kante mit Gewicht 4. Die verläuft zwischen C und D. Da stellen wir fest, oh, C und D, die gehören schon zum selben Teilbaum. Wir würden einen Kreis schließen, wenn wir die Kante hinzunehmen. Also kommt die nicht mit in den Spannbaum. So, und die nächste ist dann die mit Gewicht 6. Also die hier. Und da stellen wir wieder fest, aha, A und C sind in verschiedenen Teilbäumen, also können wir die Kante hinzunehmen. Und so wie der Algorithmus geschrieben ist, wird er dann noch die anderen Kanten angucken. Ich kann natürlich auch versuchen abzubrechen, wenn ich schon feststelle, ich habe alle N-Knoten mit drin, also ich habe N-1 Kanten in meinem Baum. Warum ist das korrekt, so vorzugehen? Also hier oben einfach nochmal den Pseudocode. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden. So wie ich es eben schon gesagt habe, wenn wir in verschiedenen Teilbäumen sind, dann benutzen wir die Schnitteigenschaft. Also genauer gesagt, wenn U und V in verschiedenen Teilbäumen sind. Naja, was gilt denn dann? U und V, oder diese Kante U, V, so sollte ich sagen, ist die leichteste Kante in einem Schnitt, und zwar in einem Schnitt von der Komponente von U zum Rest des Graphen. Warum ist es die leichteste Kante? Naja, weil wir ja in aufsteigender Reihenfolge die Gewichte betrachten oder die Kanten betrachten nach aufsteigenden Gewichten. Das heißt, alle, die wir uns vorher angeguckt haben, die leichter sind, die haben wir schon abgearbeitet. Die stören uns an der Stelle nicht. Und alle anderen, die uns stören könnten, die sind entsprechend schwerer oder mindestens so schwer. Also nach der Schnitteigenschaft kann ich diese Kante in unseren minimalen Spannbaum aufnehmen. Im anderen Fall benutze ich die Kreiseigenschaft. Denn wenn U und V im selben Teilbaum sind, dann bedeutet das eben auch, dass die Kante U, V die schwerste Kante in einem Kreis ist. Nämlich in dem Kreis, der von U nach V und dann auf einem bestimmten Pfad VU in T führt. Und dieser Pfad ist auch eindeutig. Und da es die schwerste Kante ist, sagt uns die Kreiseigenschaft, dass diese Kante also nicht in den MST gehört. Okay? Fragen dazu? Okay. So. Ist ja schön und gut, dass das so ein schön einfacher Algorithmus mit 5 Zeilen war. Stellt sich trotzdem die Frage, wie beantworten wir denn jetzt effizient die Frage, verbindet die Kante verschiedene Teilbäume? Ja, das ist natürlich hier in dem Pseudocode, in dieser If-Up-Frage schön kompakt formuliert, aber das heißt ja nicht so, nicht, dass wir das auf die Art und Weise einen Rechner fragen können. Und das müssen wir natürlich jetzt weiter formalisieren. Und das machen wir mit einer sogenannten Union-Find-Datenstruktur. Also die verwaltet Partitionen einer Menge von 1 bis n.
Und diese Mengen, die nennen wir auch Blöcke. M1 bis MK, also K-Blöcke. Und für eine Partition gilt immer, die Vereinigung dieser Blöcke ist die komplette Menge. Und der Durchschnitt zwischen zwei Blöcken ist leer. Das ist die Definition einer Partition. Und das ist ja letztlich genau das, was wir hier bei dem Kruskal-Algorithmus finden. Die Partition sind diese verschiedenen Teilbäume, ne? Also und deren Knoten genauer gesagt. Also wir haben hier diese Blöcke M1 bis MK und die können wir uns vorstellen als M1 die Knoten, die zum Teilbaum 1 gehören, M2 die Knoten, die zu Teilbaum 2 gehören und so weiter und so fort. Und immer dann, wenn wir zwei Teilbäume verbinden, weil wir eine Kante zwischen denen einfügen, dann müssen wir auf unseren Mengen so eine Vereinigungsoperation durchführen, Union. Und um überhaupt festzustellen, sind das Knoten, die zu verschiedenen Teilbäumen gehören, also diese Frage von hier oben, machen wir die sogenannte Find-Operation und daher kommt der Name Union-Find-Datenstruktur. So, also hier haben wir die beiden Operationen. Ne? Union, join the blocks containing I and J to a single block und find, return a unique identifier for the block containing I. Auch das ist klar, erstmal nur Pseudocode und auch nicht so richtig etwas, was Sie so programmieren können. Gucken wir uns das mal genauer an. Also, wie könnte so eine erste Version aussehen? Ist auch noch nicht das, was wir endgültig haben wollen, aber einfach zum Verständnis. Also wir haben so ein Parent Array, wo wir entsprechend für jeden Knoten einen Repräsentanten speichern. Also die Invariante ist hier, dass wir dort Referenzen haben zu dem jeweiligen Parent und das ist der eindeutige Repräsentant des jeweiligen Blocks. Ne? Am Anfang wird das so sein, das ist hier rechts oben dargestellt, dass jeder Knoten in seinem eigenen Block ist und dementsprechend auch sein eigener Parent. Und das entspricht genau in Kruskals Algorithmus der Startkonfiguration. Ne? Also jeder Teilbaum ist leer und besteht sozusagen aus einem einzelnen Knoten, aber ohne Kanten. Also gut, insofern ist leer vielleicht nicht der passende Ausdruck, aber zumindest ist er ohne Kanten. Unsere Funktion find, die jetzt also feststellen soll, was ist denn, zu welchem Block gehört denn jetzt ein bestimmter Knoten, funktioniert also folgendermaßen. Wenn Parent von I gleich I ist, also wenn dieser Knoten auf sich selbst zeigt, dann gebe ich den entsprechend zurück. Das ist also dieser Identifier. Und das bedeutet, der Repräsentant soll also der Knoten sein, der auf sich selbst zeigt. Und die anderen sollen auf den Repräsentanten zeigen. Ne? Und dementsprechend, wenn wir hier diesen else-Teil angehen müssen, dann gehen wir rekursiv vor, also return find von Parent von I. Sodass wir hier so eine Kette zum Beispiel haben, das ist also I und zeigt auf Parent von I und irgendwie hangeln wir uns dann entsprechend bis zum Repräsentanten durch, der auf sich selbst zeigt und dann können wir aufhören an der Stelle. Also so könnte das Find funktionieren. Wir sehen gleich, warum das noch nicht optimal ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen diese Union-Funktion, das ist hier unten. Also if find von i ungleich find von j bedeutet, dann sind die in zwei verschiedenen Blöcken. Ja, dann muss ich die aber entsprechend, weil sie ja vereinigt werden sollen, zusammenführen und das machen wir hier mit link. Und zwar sollen die beiden Blöcke gelinkt werden, die eben hier diese Repräsentanten find von i und find von j haben. Ja, und wie machen wir das? Ganz einfach. Da steht also hier, wir müssen erstmal sicherstellen, dass I und J Repräsentanten von verschiedenen Blöcken sind und dann hängen wir aber einfach nur den Parent-Zeiger von I um, nämlich auf J.
Also so wie es hier dargestellt ist, wir haben hier einmal den Block I, einmal den Block J und dann wird hier der Parent-Zeiger von I entsprechend auf den Repräsentanten von J umgehängt. Okay? Fragen dazu? Gut, dann schauen wir mal ein bisschen in die Analyse. Das Gute daran ist, dass Union konstante Zeit braucht. Das ist erstmal schön. Das Problem ist aber, und das ist an der Stelle das Wichtigere, Feind braucht im schlechtesten Fall Linearzeit. Und zwar Theta von n. Und das ist uns zu langsam. Warum? Naja, wenn wir hier so eine Kette haben, dann kann die entsprechend sehr lang werden, wenn die Eingabe so schlecht geartet ist. Dann muss ich wirklich hier n minus 1 Schritte gehen, bis ich endlich beim Repräsentanten bin, wenn also meine Menge hier so in einer linearen Kette aufgereiht ist. Ja? Und die Idee, um das zu beschleunigen, ist jetzt, dass wir diese Feindpfade kurz halten wollen. Also damit die nicht so entarten und lineare Länge bekommen. Und ein Mittel dazu ist die sogenannte Pfadkompression. Wir müssen jetzt eigentlich nur ein klein bisschen ändern in unserer Klasse Union Find, nämlich hier in der Find-Methode. Der erste Teil ist noch so wie vorher, if parent von i gleich i, then return i. Aber der else-Teil, der ist jetzt halt ein bisschen anders. Ne? Also else, wir rufen jetzt erstmal find von parent von i auf, so ähnlich wie wir das eben auch schon gemacht haben, aber diesen Wert, den speichern wir jetzt erstmal in i'. Und dieses i' wird auch entsprechend jetzt direkt parent von i. Also nicht mehr der alte parent wird benutzt, sondern der Repräsentant. Also was passiert hier anschaulich? Wir sind mal im Parent Array ursprünglich so gestartet und wenn wir hier so eine lineare Kette haben sollten, was passiert? Von dem ausgehend habe ich Find aufgerufen. Dann laufe ich erstmal hier diese Kette durch und wenn ich die Rekursion abwickle, dann passiert immer, dass an jedem Knoten jetzt der Zeiger, dieser Parent-Zeiger, auf den Repräsentanten gesetzt wird. Ne, bei allen. Und dementsprechend kriege ich jetzt hier bei allen Zeiger auf den Repräsentanten und ich komme mit einem Schritt dorthin, statt vorher mit linear vielen, wenn das hier in so einer Kette war. Klar geworden? Okay. Und wenn ich hier von Zeigern spreche, dann meine ich natürlich keine echten Zeiger im Sinne einer Programmiersprache, sondern so wie wir das hier ja auch entsprechend haben, sind es einfach Integer-Einträge, die einen Knoten bezeichnen. Aber es ist sicherlich hier schöner in den Bildern, das als Zeiger darzustellen. Weiterer Hinweis ist, dass die Methode jetzt nicht mehr endrekursiv ist. Das heißt, man müsste sich auch ein bisschen mehr Mühe geben, wenn man die iterativ darstellen will. Es geht aber auch mit entsprechenden Datenstrukturen. Gut, also das ist die Pfadkompression. Das Zweite, was man macht, ist, was man dann Englisch Union by Rank nennt. Also wir fügen noch etwas in unsere Datenstruktur ein, nämlich solche Ränge. Hier, Rank am Anfang bei allen 0. Und wichtig ist auch, die können log n nicht überschreiten, diese Ränge. Bei der Link-Operation fragen wir uns jetzt Folgendes. Was ist denn der kleinere Rang, der von i oder der von j? Und wenn der Rang von i kleiner ist, dann wird der Parent von i j. Also so wie wir es hier stehen haben, hier haben wir mal einen Rang 2. Hier ein Rang 3, dann zeigt i, der mit dem kleineren Rang, jetzt entsprechend auf den mit dem größeren. Ja, im anderen Fall machen wir es umgekehrt. Ne? Dann wird Parent von j eben entsprechend i, wir hängen es andersrum dran.
Und das ist noch ganz wichtig, wenn die beiden Ringe gleich sind, dann erhöhe ich den von I, also derjenige kriegt den höheren Rang, auf den jetzt verwiesen wird. Parent von J ist ja I, I ist also der Repräsentant der gemeinsamen Menge, die ich gerade vereinigt habe. Und I kriegt dann auch einen größeren Rang. So, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, was hat es denn mit diesen Rängen eigentlich auf sich? Das gucken wir uns mal an. Und dafür haben wir zwei Invarianten. Zum einen gilt, der Pfad zum Repräsentanten x hat Länge höchstens Rang von x. Also Beispiel, hier haben wir eine Menge, dort gehen wir mal davon aus, dass diese Invariante stimmt. Das heißt, alle haben höchstens Länge 2 zum Repräsentanten, hier 3. So, und jetzt haben wir die vereinigt und jetzt steht hier nur noch die 3. Stimmt das noch? Ja, weil alle hier, wir hatten 2, müssen jetzt aber nochmal ein mehr gehen, na, es ist 3. Ist aber okay, hier steht ja die 3. Ne? Und deswegen müssen wir auch, wenn beide den gleichen Rang haben, den Rang erhöhen, denn für in dem Beispiel hier J, der ja dann auf I zeigt, gilt, dass wir dort jetzt einen Schritt länger brauchen zum Repräsentanten und deswegen müssen wir eben den Rang von dem Repräsentanten erhöhen und der ist dann entsprechend 3. Wie beweist man das? Naja, letztlich durch einen Induktionsbeweis. Induktionsanfang ist Rang am Anfang 0. Das ist völlig in Ordnung, weil der Weg zu sich selbst eben Länge 0 hat. Ne? Und am Anfang sind ja alle in ihrer eigenen Menge und sonst niemand. Und ja, der Induktionsschritt ist im Prinzip das, was ich eben schon am Beispiel erklärt habe. Die zweite Invariante ist folgende: Wenn x ein Repräsentant seiner Menge ist, dann hat diese Menge Größe mindestens 2 hoch Rang von x. Auch das kann man mit dem Induktionsbeweis sich überlegen. Also Induktionsanfang 2 hoch 0 ist 1, ein Knoten, passt. Wenn beide, also wenn wir hier so eine Link-Operation machen, dann gilt ja für beide, dass sie mindestens 2 hoch Rang Knoten haben. Und schiefgehen könnte das Ganze ja nur, wenn ich hier mal den Rang erhöhe. Aber das ist auch okay, weil wenn ich hier zum Beispiel 2 hoch 2 und 2 hoch 2 hatte, dann ist das zusammen eben 2 mal 2 hoch 2, also 2 hoch 3. So, und daraus folgt jetzt was ganz Wesentliches, nämlich, dass die Feindoperation nur logarithmische Zeit braucht. Warum? Naja, weil der Rang eben ja nur logarithmisch in der Zahl der Elemente wächst. Also wenn ich hier den Logarithmus bilde, dann habe ich entsprechend Rang x. Und das ist aber entsprechend die Größe unserer Menge, also die Mindestgröße. Oder anders gesagt, wenn ich hier etwas einsetzen würde für Rang von x, das größer als log n ist, dann kriege ich für die Anzahl der Elemente etwas, das größer als n ist. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil mehr als n Elemente kann ich in meiner Menge ja gar nicht drin haben, in meinem Block. So viel habe ich ja überhaupt erst zur Verwaltung. Also dementsprechend habe ich hier also logarithmische Laufzeit. Wenn man jetzt nur die Pfadkompression macht, achso, das war jetzt die Analyse mit dem Log n, wenn ich nur Union by Rank mache, ohne Pfadkompression, also dann komme ich auf logarithmische Laufzeit. Wenn ich nur die Pfadkompression mache, dann kriege ich das auch in logarithmischer Laufzeit amortisiert. Den Beweis zeige ich Ihnen nicht, der steht im Buch. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja okay, einerseits nur Pfadkompression, andererseits nur Union by Rank und beides log n.
wird zusammen wahrscheinlich auch log n sein. So, und da ist es schön, Sie überraschen zu können, wenn Sie sich das so gedacht haben, denn zusammen ist das Ganze nochmal deutlich schneller. Und die Details dazu gucken wir uns am Montag an, das heißt nicht wir, weil ich am Montag nicht da sein werde, bin ich auf Dienstreise. Kollege Hofeins wird am Montag entsprechend das mit Ihnen machen. Also eine Abschätzung, dass das Ganze O von M mal Alpha T von M, N braucht. Und dieses Alpha T, das ist die inverse Ackermann-Funktion. Das macht er dann ausführlich am Montag. Die Ackermann-Funktion ist eine, die extrem schnell wächst. Das heißt, die Inverse ist eine Funktion, die extrem langsam wächst. Und das ist in etwa das, was hier unten steht. Sie wächst schneller als eine Konstante, aber sie ist kleiner gleich 5 für alle physikalisch denkbaren n, m. Also, wenn Sie jetzt mal alle Atome im Universum nehmen und Sie setzen das in die inverse Ackermann-Funktion ein, dann kommt irgendwie sowas wie 5 raus, so in dem Dreh. Das heißt, aus praktischer Sicht ist das schon irgendwie konstant. Ne? Aber nicht aus mathematisch-formaler Sicht ist das ein Unterschied. Da wächst das eben schon stärker als eine Konstante. Gut, aber wir haben eben hier was sehr langsam Wachsendes, was fast konstant ist, mal m. Und das ist dann eben die Laufzeit, die wir für Kruskal hinkriegen, ohne die Sortierung. Die Sortierung nach aufsteigendem Kantengewicht, die müssen wir natürlich dort auch noch machen.